über Lombok. Sumbawa und Flores nach Kupang. Politische Unruhen auf Timor. Daher fluchtartiges Verlassen von Indonesien. Noch vor meinem geplanten Abflugtermin. Australische Küste endlich erreicht. Darwin, Nordaustralien. Hinten im Hafen müsste mein Motorrad stehen, hoffentlich. Landung in Darwin, 306. Tag. Erster Sonnenuntergang in Down Under. Ein tolles Gefühl. Darwin, wer hätte das gedacht, dass ich das mit dem Motorrad erreichen würde, von Indonesien auskommend nach Darwin in Nordaustralien, durch den Litchfield und den Kakadu National Park, durch den Outback nach Alice Springs, zum Ayers Rock, zu den Orgas und Kings Canyon, durch den Outback runter nach Adelaide, von da aus Great Ocean Road entlang über Melbourne und Canberra bis Sydney. Von dort Ausreise in die Südsee. Motorrad aus dem Zoll geholt. Darwin, Frontstadt. Abends wie ausgestorben. Moderne Architektur nach den Zerstörungen eines verheerenden Zyklons. Abends Sonnenuntergang am Esplanade. Nostalgisches Darwin Hotel. Green Room. Buschbrände, 40 Kilometer südlich von Darwin. Vorsicht in freier Natur, Krokodile. Reinhard, Motorrad-Traveler, wir werden einige Tage zusammenreisen. Hier auf dieser Krokodilfarm in weitgehend naturbelassener Umgebung finden sich etwa 7000 Süß- und Salzwasserkrokodile. Die Salzwasserkrokodile oder auch Leistenkrokodile wurden aus den Gewässern der Northern Territories entfernt, weil sie dort zur Bedrohung der Einheimischen bzw. der Touris wurden. Salzwasserkrokodile gelten als äußerst aggressiv und gefährlich. Attacken auf unvorsichtige Touristen kommen häufiger vor als gemeinhin bekannt. Litchfield National Park, 650 Quadratkilometer groß, 140 Kilometer südlich von Darwin, Termitenhügel. 6 Uhr morgens, endlich mal wieder im Zelt, in freier, weiter, wilder Natur übernachtet. Ein geiles Gefühl, unendliche Weite, wenig Menschen. Im Vergleich zum überfüllten Asien, Freiheit pur. Reinhard kommt nur langsam in Bewegung. Heute ist ein Marsch zu den Florence Falls vorgesehen. Es geht zuerst durch den Regenwald.
Marsch zu den Wenji Falls. Kleine Felskletterei zum Wasserfall. Arnhem-Land, Aborigines-Land mit Buschfeuer. Im Kakadu National Park eine Yellow Waters Tour. Geht leider nur organisiert. Dafür aber fachkundige Beratung. Jede Menge Krokodile. Faszinierende Fauna und Flora. Leute fischen neben den Krokodilen, sehr mutig. Abendstimmung. Aborigines Wohnung, Felsmalereien, mehrere tausend Jahre alt, Darstellung von Tieren und Menschen. In Hübener, Kakadu National Park. Hier wurde Crocodile Dundee gedreht, Süßwasserkrokodile. Dennoch baden die Leute, Füße ins Wasser, reicht mir. Ein Filiwili. Und Kängurus am Zelt. Baden in Edith Falls. Von Vogelspinne gewissen 41,5 Grad Fieber. Spektakuläre Katherine Gorge, Kanufahren und Schwimmen sind angesagt. Daly Waters. Ich habe nach der Stadt gefragt, hat mir gesagt, hier ist die Stadt.